shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr schnell extrem viel Geld machen könnt. Das Ganze handelt sich jetzt nicht um einen Glitch, wie ihr sonst von mir gewohnt seid, sondern das Ganze funktioniert mit dem neuen Gegnermodus, der gestern mit dem Halloween Special ins Spiel kam, Lost and Damned. Denn im Moment gibt es dort doppelt Geld und doppelt RP, und deswegen lohnt sich das extrem, das wirklich zu spielen, weil ich habe das gestern ein paar Mal gespielt und mir ist sofort aufgefallen, dass die Auszahlung übertrieben heftig hoch ist. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, das Ganze bis zum 7. November, solange wie das Special noch anhält, das wirklich zu suchten, wenn ihr wirklich viel Geld machen möchtet. Aber für die Leute, die noch gar nicht wissen, wie der Gegnermodus funktioniert, erkläre ich euch das ganz kurz. Es gibt 7 Jobs zur Auswahl, die ihr spielen könnt, und das Ganze startet ab 4 Spieler und geht bis maximal 10 Spieler. Dabei treten 2 Teams gegeneinander an, einmal Team Teufel und einmal Team Engel. Das Interessante an dem ganzen Job ist, dass sich alle 60 Sekunden sich das Wetter von hell auf dunkel und von dunkel wieder auf hell ändert. Und wenn es zum Beispiel dunkel ist, dann hat Team Teufel einen gewissen Vorteil, was die Waffen angeht. Und Team Engel hat dann nur eine Nahkampfwaffe, also die Streitaxt. Und wenn es dunkel ist, müssen die Teufel in der Zeit die ganzen Engel töten, um Punkte zu kassieren. Und die Engel, die können sich eigentlich nur mit Nahkampfwaffen wehren. Und wenn die einen Teufel töten, dann zieht es den Teufel wieder ein Leben ab. Wenn sich dann nach 60 Sekunden sich das Wetter geändert hat, sieht es genau andersrum aus. Dann hat Team Engel sämtliche Waffen und Team Teufel nur eine Machete. Und dann müssen halt die Engel in der Zeit ganz viele Kills machen, damit die Punkte im Endeffekt dann steigen, und Team Teufel müssen sich halt dann verstecken und versuchen, die Engel wieder zu töten, um Punkte wieder abzuziehen. Und der Gewinner von den beiden ist dann, wer nach einer gewissen Zeit, die man am Anfang einstellt, oder die meisten Punkte dann am Schluss hat. Und ich finde es halt ein sehr interessanter Modus. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich so Bombe, aber was Geld angeht oder so, ist es im Moment gerade das Beste, was man machen kann, wenn man jetzt keinen Bock mehr hat auf die Heists oder die CEO oder Biker-Organisationen. Und zwar kommen wir mal zur Auszahlung. Ich habe das gestern mal so eingestellt, dass die Rundenzeit 6 Minuten beträgt, die Zielpunktzahl 20 Kills und einfach mal 2 Runden eingestellt. Und ich hatte nach ungefähr 10 Minuten eine Auszahlung von fast $55.000. Also das ist wirklich übertrieben krass. Ich habe mich so gefreut deswegen. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich stelle es jetzt einfach mal eine Rundenzeit von 10 Minuten ein und überhaupt gar keine Zielpunktzahl, dass es einfach 10 Minuten durchgezockt werden kann, ohne dass jetzt das vorzeitig abgebrochen wird. Und dann hatte ich immerhin noch eine Auszahlung von $105.000, also wirklich so heftig. Und wenn ihr das mal auf eine Stunde hochrechnet, dann macht ihr pro Stunde auf jeden Fall $300.000. Und ich finde es wirklich extrem geil. Also Jungs, ich kann euch wirklich nur das ans Herz legen, spielt diesen Gegnermodus bis zum 7. November. Weil damit könnt ihr wirklich noch richtig viel Geld machen. Und es ist einfach noch eine kleine Abwechslung zu den ganzen anderen Jobs, wo man Geld farmen kann. Weil ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, mal so einen kleinen Tapetenwechsel ins Spiel reinzubringen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Schaffen wir die 200 Likes, bin ich heute der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, und wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.